So, jetzt können wir hier eine Turm draus machen. Und die ist dann für unseren Baron gedacht. Ja, okay. Und ich habe bei dem falschen Zimmer. Ja, das heißt, ich kann gerade den anderen Koffer ins untere Zimmer stellen. So, das heißt, jetzt wo die da anfangen, müsste hier geschliffen sein. Das heißt, ich kann hier solche reinmachen. Wenn das hier fertig ist, dann... kann ich das Ding engraven. Sollte aber schon mal was gebracht haben, oder? Ja, ist eine Burial Chamber draus geworden, aber kein Grab. Oh, und die Dings ist weg. Gut. Das heißt, wir können die... also die Invasion ist weg. Ja. Das heißt, wir können endlich wieder unsere Brücke runterlassen. Ja, Menschen sind angekommen. Ach, sie kümmern sich gerade um das hier. Okay, können sie machen, das ist gut. Blub. Broker requested. Bins. Finished goods. Finished goods. Finished goods. Armor Weapon Bin brauchen wir gerade nicht. Ne, der Finished goods nicht. Der ja, der auch. Da sind noch Finished Goods, die nah sind, also wird da Zeug drin sein. Und in den hier auch. Und das reicht eigentlich, glaube ich, auch gerade. Pickup Equipment. Hm, was für Equipment will der aufsammeln? Diplomatie, okay, bla bla bla.
Goblets und Fleisch wollen sie das nächste Mal, okay. Nein, nicht gut. Okay, Dwarven Child ist bei einer Strange Mood possessed. Also ja, von mir aus können sie das dann noch wegchanneln, aber ansonsten wäre es mir arg recht, wenn sie erstmal hier fertig machen. Games Shining, Tree Life, Bones, yes. Rough Color, Cloth Red. Rough Color, Stone Rock. Soll mal jemand ein paar Gems cutten? So. Dann traden wir mal. Oh, sehr schön. Iron Anvils. Ich nehme alle vier. Ich nehme euren Fisch. Alles, was ihr an Fisch habt, nehme ich mal. Okay, das reicht, glaube ich, am Fisch. Glaube, ich nehme mal Leaves und Fruits. Und auch hier Leaves und Fruits. Käse brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber nehmen wir ein bisschen Käse. So. Jetzt heißt es Zeug. Dockleder, Waterskins, Moosehoofring. Ja, der hat da drin nichts zu suchen. Also ich muss gucken, dass ich irgendwie auf so 3000 komme. So, Dankeschön. Das heißt, wir können die Bins mal wieder wegräumen. Und
Und das erste, was ich gerne hier unten bauen würde, keine Magma Forge, sondern Metal Smith. Und ein Smelter. Wobei ich die dann lieber eins weiter oben hinbaue. Da reicht sogar das hier schon. Okay, wo ist der Knirps jetzt gerade? Somebody is fighting. Ach ja, und ich habe schon einen Smelter. Ich brauche nur noch eine Dings. Das ist ja ein Smelter. Wie sieht's jetzt bei dir aus? Ah ja, du hast deinen Turm. Gut. So, hier. Erst einmal die Steine wegschaffen und alles schön smooth machen. Dann natürlich engraven. Die andere Alternative halt hier oben. Wo ist es denn? Hier. Wäre es das Ganze noch mal eins breiter zu machen, so. Allerdings hier und hier sozusagen den Eingangsbereich machen. Und dann hier das große Schlafzimmer hinzusetzen. Wobei, das ist jetzt auch nicht ganz passend. So, das so zu machen. Da hätten wir hier zwei Zimmer und hier das Schlafzimmer. Also. Ja. So müsste man den Wohnbereich für einen Noble wahrscheinlich einrichten, dass er gut wird. Okay, und er hat mit der Konstruktion begonnen. Sehr schön. Ein Limestone Kebüsch. Ah. Ein Musikinstrument, okay. So, dann räumen wir das mal weg.
Ich habe einen Tisch und einen Thron. Ich brauche drei Tische und sechs Throne. Also, brauche ich noch zwei Tische. Und zwei und fünf Tröne. Eins, zwei, drei, vier und fünf. So. Plant, Twink. Sehr schön. Ja, und da haben wir noch ein gutes Stück, bis wir hinten sind. Und auch bis wir alles leergeräumt haben und so. So, hier wollte ich noch neue Workshops bauen. Erstmal wäre eine Kiln nicht schlecht. Was brauchen wir noch? Einen Metalsmith und ein Glasfurnace. Beim Woodfurnace habe ich da schon. Also ja, ein Glasfurnace. Na, aber nicht aus irgendeinem Material. Und den Jewelers Workshop und den Boja mal abreißen. Dann platzieren wir jetzt noch die Workshops. Und dann werden wir erstmal wieder einen Cut machen. So. Also, den Jewel hätte ich gern hier aus einem Chalk Block. Dann hätte ich gerne meinen Boja wieder hier drüben auch aus einem Chalk Block. Dann hätte ich gerne meinen Metalsmith direkt darüber. Nein, hier drüben. Mit einem Iron Anvil und einem Chalk Block. Dann hätte ich gerne Furnaces. Eine Kiln hier. Mit einem Chalk Block. Und Workshops. Furnaces, ein Glasfurnace hier. Auch aus einem Chalkblock, so.
Gut, und ich würde mal sagen, dass wir das damit für heute lassen. Ja, also Save und wieder Title machen, dieses Mal ohne Absturz. Das heißt, wir haben das Schlimmste hinter uns. Dann können wir das nächste Mal mit unserem Wasser, also unserem unterirdischen See weitermachen oder unserem unterirdischen Teich und mit den anderen Sachen. Also, bis gleich.